Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call. Ich habe gerade gespeichert. Ich habe gerade immer noch Lust, das weiterzuspielen. Deswegen sind wir jetzt schon bei der sechsten Aufnahme von dem heutigen Abend. Und ja. Man soll einfach weiterspielen. Ich habe ja noch Zeit. Und es ist jetzt 2 Uhr morgens. Beziehungsweise 2 Uhr abends, wenn man es halt gerne haben möchte. Und ja. Ich bin zwar schon etwas müde. Aber, bevor ich dann halt später gar nichts mehr aufnehme und, also, weiß ich nicht, den nächsten Tag oder so, habe ich lieber noch eine Folge extra und dann habe ich halt 6 Folgen. Das ist sehr nice. Achso. 6 Folgen. Bei dem Tempo, was ich gerade habe, ist es dann halt wirklich eine Woche und das ist ganz gut. Also dann habe ich schon mal wirklich einen kleinen Vorrat, weil ich habe... Ich hab ja. Ich rede jetzt einfach. Oh, was? Fuck you! Jawoll! Ganz ehrlich, fuck you. Ey, nee. Ey. Alter, das fängt ja gut an. So. Wo muss ich hier? Genau. So. Ja, man soll einfach. Denn ich habe halt noch Lust und deswegen habe ich jetzt 6 Folgen schon. Also noch. Und die kann ich dann halt hochladen. Also. Oh, hier kommt was. Schatten. Du willst vorbei? Ja? Aha. Du? Wie heißt du? Ach, ich sag ihm einfach mal meinen Namen. Aha. Du bist Isamu. Nein. Falsch geraten. Du Einsamkeit. Du magst Einsamkeit? Nö. Du nicht gut. Vielleicht anders als Meister Isamu. Okay, Isamu hat wirklich wahrscheinlich die ganze Welt aufgegeben. Und er möchte wahrscheinlich wirklich in die alte Welt. Und wird wahrscheinlich eine ziemlich harte Depression hinunterfallen. Kannst du ganz alleine leben? Es ist wahrscheinlich seine Gottheit. Ich glaube nicht. Aha. Rede mit Meister Isamu. Wir alle leben alleine. Du bist ich. Okay. Der Schatten ist verschwunden. Na denn. Isamu. Erzähl uns, was du willst. Das muss ich. Zack. Hey Rolf, lange nicht gesehen. Bist du hier, um mir zu helfen oder um mich zu fangen? Egal, das macht jetzt sowieso keinen Unterschied mehr.
Deisamo, der einst ziellos auf Erden wanderte, ist tot. Oh, das hat die ganze Stimme kaputt gemacht, oder? Der Isamu, der einst ziellos auf Erden wanderte, ist tot. Die Person, die du vor dir siehst, ist der allmächtige Isamu, Meister von Amalas Macht. What the fuck? Wow. Die verändern sich alle, echt? Und wahrscheinlich muss ich wirklich gegen alle kämpfen. Ehrlich gesagt, habe ich es völlig aufgegeben, mir um andere Gedanken zu machen. Ich habe herausgefunden, wie ich die Welt gerne haben möchte. Schau. Da wäre zum einen ich, und dann wären da noch alle anderen. Die meisten Menschen nehmen überhaupt keine Notiz von mir. Sie machen sich nichts aus mir, und ich mache mir nichts aus ihnen. Das kommt mir bekannt vor. Das ist nicht weiter schlimm. Und doch nicht traurig. Schließlich kann man nur selbst im Mittelpunkt seiner Welt stehen, nicht? Dann sollte es jedem erlaubt sein, sich seine eigene Welt zu erschaffen. Das ist meine Ideologie. Die Ideologie von Musubi. Das siehst du doch auch so, oder? Dass es nett wäre, seine eigene Welt zu erschaffen. Wir sind jetzt an einem Entscheidungspunkt. Entscheidungspunkt Nummer 2. Wenn ihr jetzt hier schon etwas anderes als Ja sagt, habt ihr später nicht die Möglichkeit zu wählen. Das bedeutet, also zwischen den ganzen verschiedenen Enden. Das hatte ich ja schon beim allerersten Mal erklärt. Dass man die allerersten 4 muss man mit Ja abstimmen. Um halt eine Chance zu haben, verschiedene Enden, beziehungsweise alle Enden noch zu sehen. Beziehungsweise, um das ultimative Ende zu haben, also das gute Ende. Nicht das ultimative Ende. Und ja, wenn ihr euch das halt noch offen lassen wollt, welche Ideologie, dann müsst ihr ja, das stimmt, antworten. Ich wusste, dass du es verstehen würdest. Man kann es nicht jedem recht machen. Und man sollte das auch gar nicht erst versuchen. Also, ich mache dir keine Vorwürfe mehr, weil du mir damals nicht geholfen hast. Wie, ich hab dir doch geholfen. Ich hab ihm doch geholfen. Ich hab ihn aus dem Gefängnis rausgeholt. Ich konnte ihn zwar jetzt nicht vor Tor beschützen, weil, ja, er hat eine Sekunde vorher, hat ihn umgeboxt. Wie soll ich ihn da retten? Bin ich Superman? Bin ich hier... Wie heißt denn der Typ? Bin ich Flash? Bis dann, Rolf. Nimm dir ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Oha. Ja. Also diese Ideologie verkörpert die Einsamkeit. Und ja, also ich kann ihn verstehen. Ich bin auch so einer, der eigentlich von allen sozusagen übergangen wird, weil ich halt, also man kann es halt nicht einschätzen. Also ich könnte mich jetzt nicht einschätzen, aber ich bin im realen Leben wirklich ein Halbstummer, also ich rede kaum. Und es ist mir auch egal, was andere von mir denken und so weiter. Also von daher beachten mich die Leute auch nicht so. Also ich habe auch keine körperlichen Merkmale, dass ich halt jetzt irgendwie heraussteche mit roten oder mit grünen Haaren oder mit irgendwas anderem. Und ich bin halt wirklich so einer, der geht unter in der Gruppe. Deswegen kann ich ihn auch verstehen. Also das ist für mich eine
Verständnissache. Also ich kann diese Ideologie verstehen. Aber ob ich das wirklich so haben will, also ich würde wirklich gerne, dass jeder Mensch sozusagen als einzigartig bezeichnet wird und nicht alle in Gruppen reingewiesen werden und halt dann wirklich untergehen. Also wie zum Beispiel ich. Also ich steige eigentlich, also ich bin dann halt wirklich der dominante Typ, erst wenn ich halt sozusagen auch Leute habe, um mich habe, die auch so halbwegs ein stiller Typ sind, dann werde ich aktiv. Das ist bei mir immer so. Also wenn ich sehe, okay, die Gruppe ist allgemein sehr still, dann werde ich aktiv. Also dann rede ich wie die meisten. Also rede ich automatisch. Das ist bei mir verankert, weiß ich nicht warum. Aber ich rede dann viel mehr. Ich habe gesehen, was passiert ist, Rolf. Nur schade, dass Isamu entkommen konnte. Ich werde ihn verfolgen. Du musst Armada nicht mehr betreten. Tut mir leid, aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss mich auf das hier konzentrieren. Jawohl. Wenn du irgendwo hin willst, dann warte nicht auf mich. Wenn du irgendwo hin willst, dann warte nicht auf mich. Wenn nicht, wieso siehst du dir dann nicht Asakusa an? Wer weiß, du könntest vielleicht etwas Neues entdecken. Ach. Ja, ein kleiner Hinweis, dass man jetzt hier vielleicht rumgehen muss und so weiter. Bescheuert, ey. Ja, jeder Mensch sollte einzigartig sein und was ist da, also das habe ich halt gemerkt, als ich halt in der Diakonie gearbeitet habe, als sozusagen Ergotherapeut, da habe ich halt meine eigene Gruppe geleitet und da muss ich halt auch reden, also ich muss halt auch die Anweisungen und so weiter und auch mal bestrafen und so, ja nicht bestrafen, also bestrafen haben wir dieser gar nicht, aber halt mit drohen, also dass du halt keinen Lohn kriegst, so spaßeshalber, also die kriegen natürlich Lohn. Das ist natürlich, also in der Diakonie arbeiten halt Behinderte und ja, die kriegen halt da Lohn und Geld und können sich dann halt das kaufen. Also nicht in der Diakonie selbst, sondern wirklich im Laden und so weiter. Also es gibt nicht nur Behinderte, die Geld vom Staat bekommen. Es gibt auch welche, die arbeiten. Ganz viele sogar. Also ich denke mal sogar die meisten. So, gespeichert haben wir. Wir können uns ja jetzt mal ein bisschen umgucken hier. Der nördliche Teil der Stadt ist restauriert und jetzt kannst du auch reingehen. Aber wir waren nicht die Ersten dort. Aber dennoch sind wir alle sehr aufgeregt auf... Und wichtig. Kramladen. So. Hey da, Hübscher. Ich habe geniale Waren im Angebot. Immer noch nichts Neues. Hier ist es so gemütlich. Asakusa ist einfach der beste Ort überhaupt und es gibt überall Geschäfte. Zwinker. Weiter so, kauf ruhig noch weiter ein. Ja. So. Ja, ob ich wirklich... Brauche ich das Fernglas? Weiß das jemand? Bei 50.000 ist schon eine Menge Knete. Ja, T3er. Jetzt brauche ich noch. Das könnte ich auch noch gebrauchen später. Fuck. Kann ja nichts verkaufen, was ich alles brauche. Jetzt kommen langsam die Sachen, die man auch wirklich brauchen könnte. Egal. Aber nice, wir haben Isamu kennengelernt, also... Wir haben eigentlich Isamu kennengelernt, der ja wirklich eigentlich ein netter Kumpel war, ein guter Kumpel. Und er hat sich wirklich krass verändert, aber ich habe es auch schon geahnt, dass er wirklich so... sich krass verändern wird, weil das war ja schon wirklich so sehr komisch, dass er sich wirklich plötzlich so verhalten hat. Wir haben ihn ja eigentlich beschützt, also von daher. Aber trotzdem, er hat es halt nicht verstanden oder es hat es im falschen Hals gekriegt. Also ihr habt es ja gesehen, also krass. Also ich habe auch selten in einem Spiel so eine krasse Charakterentwicklung gesehen, also bis jetzt eigentlich noch gar nicht so. Wir haben doch ein neues Monster bekommen, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Wo ist es? Habe ich es nicht gespeichert?
Hä? Ist nicht so ein Viech dazugekommen? Hä? Oder habe ich jetzt... Ach nee, ich glaube ich... Oder bin ich gestorben? Ich glaube, ich bin gestorben, ne? Deswegen war der nicht mehr da. Ach, und die unwichtig. Brauchen wir eh nicht. Vielleicht irgendwo fürs Dämonen-Kompendium, aber jetzt nicht. So, wir gucken mal ganz kurz. Ach ja, hier, der. Ah. Sati haben wir ja schon, ne? Ja? Was kannst du denn eigentlich noch so werden? Ja, eigentlich nicht so besonders viel. Ah, okay. Quasselkunde brauchen wir 55. Und Spana. Ja. Nice. Kaiwan? Achso, der. Wir müssen auch mal wirklich mal neue Mutze bekommen. Irgendwie. Ah, die sind alle nicht so toll. Naja, das war der, okay. Schauen wir uns noch ein bisschen in der Stadt um. Bevor wir hier Schluss machen. So. Diese Stadt sieht ziemlich schäbig aus. Es gibt sogar... ja, okay. Gucken wir mal, ob der Laden hier auch geöffnet hat, endlich. Hier kommen natürlich auch wieder Gegner. Anscheinend nicht. Achso, ich will... ja. Er hat gesagt, der Innenraum ist restauriert, aber er muss noch ein bisschen was machen. Ich will den Laden bald öffnen. Tja, ich habe mich besser... Tja, ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Ja. Ein paar Stunden lang reden, das ist halt schon ein bisschen scheiße. Wenn man es wieder nicht gewohnt ist. So, Ausgang, 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 Ausgang. Ja, was ist jetzt hier restauriert? Futomuti ist tief in... Blablabla. Was dauert das länger? Was länger denn nicht? Ja, richtig. Ja, was ist denn jetzt neu? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Stadt zu restaurieren, aber es gibt da einen bösen Mannequin, der unseren Frieden stört. Er heißt Saragi. Er klappt an mit dem Mannequin. Oh, richtig. Das hat man alles schon. Ja, die Nachbarschaft geht in den Bach runter, ja. Ich glaube, du gehst auch in den Bach hinunter. Was ist denn hier restauriert? Ich sehe hier keinen Unterschied. Oder muss ich da jetzt erstmal da oben hin? Ich will nur hier mal kurz gucken. Ob hier irgendwas Neues ist. Weil dann kann ich auch gleich wieder zurückgehen. Ne, hier liegen nur noch über Leichen rum. Ist ja voll restauriert alles. Die easy Musik. Ach komm, mach mal Auto einfach. Wow. Ja. Mach einen Crit und hau ab. Was ist denn das für ein Gegner? Böser Nui. Hau doch einfach ab. Feigling. So wird nie ein Head aus dir. Niemals. Ach, shit. Jawoll. Weg mit euch. Ups. Das Problem ist, diese Monster können uns immer noch töten, die Sau. Ach, ey, was ist denn jetzt los? Ah, dafür können wir sie auch ganz schnell töten, also von daher. Oh, ein Granat. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. So. Wir haben wahrscheinlich... Ey, hier ist ja gar nichts eigentlich neu. Wir könnten höchstens da hinten mal gucken, ob hier... Nee, mit denen habe ich schon geredet. Was mit dem Kind? Er ist gleich da hinten, ja, toll. Hier ist nichts restauriert, nichts Neues. Ey, willst du mich verscheißern? Wie Jiro, wie der heißt.
Nee, das hat sich auch noch alles nicht verändert. Ichiro! So, mal gucken. Jetzt kannst du auch da reingehen, aber wir warten. Ja. Das ist völlig egal. Ja. Bis sie wieder hier rankommen und dann schreien: Hilfe, Kuma, Hilfe, Rolf! Hilfe! Rette uns! Rette uns vor den Mannequins! Ach, Quatsch, die sind ja Mannequins. Versuchen wir es mal. Mal gucken. Ob jetzt hier irgendwas passiert. Ich kümmere mich um Isamu, keine Sorge. Ich werde ihn aufspielen und aus dem Netz werfen. Ja. Naja. Isamu hat jetzt neue Freunde gefunden da drinne. Ach, schon eine creepy Gestalt jetzt, glaube ich, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich vermute mal, dass ich nach Mifushi Nashiro, wie das Ding heißt, hinlatschen muss. Also, dass ich mich jetzt da wirklich... Also, dass ich da jetzt wirklich hingehen sollte. Ursprünglich, was ich ja... Mifunashiro, da muss ich hin. Da war ich aber schon mal. Und deswegen habe ich ja schon den Flugpunkt. Und ja, ich denke mal, da muss ich jetzt hin. Weil ich wurde ja weg von Fotomomi. Und jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr weggeschickt. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich rächen. Und wahrscheinlich ist jetzt der verrückte Mannequin dort jetzt auch. Und wird mir den Arsch versohlen. Beziehungsweise den Arsch versohlen wollen. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, bis bald, euer Kuma. Tschüss.